Der OER Award 2017 ist ausgeschrieben. Das stimmt nicht ganz. Das ist sozusagen ein Save the Date für den OER Award 2017. 2016 wurde er verliehen. Das heißt nicht, dass er jetzt jedes Jahr kommt. So sah der Hauptpreis aus. Und wir werden ihn verleihen Ende 2017, Ende November. Das wird dann 21 Monate nach dem ersten OER Award sein. Ich habe auch noch den Preis hier, den die Nominierten letztes Jahr bekommen haben. Das wird nicht ganz so aussehen, weil die Preise aus dem 3D-Drucker kommen und da gibt es bestimmt schon längst neue, schöne Sachen, die wir dann ausprobieren können. Ansonsten wird der OER Award für das Jahr 2017 gewisse Ähnlichkeiten haben. Das heißt, wir werden wieder aus allen Bildungsbereichen Projekte, Akteure, Aktivitäten suchen, die besonders vorbildhaft, besonders vorzeigbar sind etc. Das Ganze wird im August genauer bekannt gegeben. Voraussichtlich im September wird der Bewerbungszeitraum sein. Und im Oktober arbeitet dann die Jury daran, sodass wir es im November verleihen können. Wir werden nicht genau die gleichen Kategorien haben wie letztes Jahr. Das darf die Jury sich auch ein ganzes Stück weit aussuchen, die jetzt erst im Sommer sich zusammensetzt. Wir wissen schon, dass tatsächlich Ende November die Preisverleihung sein wird. Da sollte man sich also, wenn man so ein bisschen Selbstbewusstsein hat, schon einen Kreuz im Kalender machen. Genauso eben für den Oktober, für den Zeitraum der September, für den Zeitraum der Bewerbungen. Und was kann man noch vorher schon erzählen? Wir werden einen wichtigen Punkt nicht ändern, nämlich, dass wir weiterhin nicht auf den Inhalt gucken. Jedenfalls nicht mit großem Augenmerk. Das hat schon viele Diskussionen im letzten Jahr ausgelöst, aber wir können es einfach nicht leisten, verschiedenste thematische Bereiche miteinander zu vergleichen oder auch nur für sich zu bewerten. Also man stellt sich vor, wir haben zwar eine große und kompetente Jury, aber wir sollen da, weiß ich nicht, Angebote zur fortgeschrittenen Quantenphysik vergleichen mit Deutsch-Mongolisch-Sprachkursen oder sowas. Da hört es relativ schnell auf mit dem, was wir fachdidaktisch oder inhaltlich an Bewertungen da machen können. Insofern werden wir wieder gucken auf solche Fragen wie, wie gut ist es aufbereitet als OER, wie gut ist es zur Weiterverwendung geeignet, wie stark wurde möglicherweise in der Entwicklung schon auf Community oder auf Qualitätssicherungsverfahren geachtet etc. Es wird da einen Kriterienkatalog geben, den wir auch vorab veröffentlichen. Kein Projekt wird und kann alle diese Kriterien erfüllen. Das sind die Leitlinien für unsere Jury. Soweit vorab. Wer mehr wissen möchte, gucke sich die Ankündigung an auf www.o-e-r.de/17, denn der OER Award wird auch in 2017 unter dem Dach vom OER Festival stattfinden. Und wir haben noch keine Poster von 2017, deswegen haben wir eins von 2016 rausgesucht. Soweit. OER Award voraus. Wir freuen uns enorm und wollen auf jeden Fall wieder so tolle Einreichungen und so viele Einreichungen haben wie letztes Jahr. Alle Details dann nach dem Sommer online im Internet unseres Vertrauens. Bis dann.